Oh, die sind mit Spark tot. Und sind das nur diese Axtschwinger-Idioten hier? Ich hoffe doch. Ja. Achso, einfach runterdrücken. Und ich sehe schon, ich werde wieder sterben. Ja, ich bin genau in dem, wo der gespawnt ist, bin ich natürlich. Ich möchte die einmal. Ein einziges Mal möchte ich die besiegen, ohne dass ich sterbe. So. Runter kann, wenn ich einen runtergeschluckt habe, kann ich nicht. Alter, das ist so. Nein. Oh, und ich laufe natürlich extra noch nach vorne, damit ich noch reinfliege. So, schon wieder fast, aber ich war noch. Und der hat so drauf zugehauen. So. So, der da unten noch. Und dann sind sie, denke ich mal. Nein, da kommt noch einer. Da oben. Extrem komische Zusammensetzung. Ja, und saug doch! Ah. Penner. Was kannst du, Kirby? Was kannst du? Tja, ich habe ja Ball. Der soll ja auch hierfür da sein, aber ich verstehe Ball nicht. Ich verstehe die Taktik, das Benutzen von Ball nicht ganz. Deswegen lasse ich einfach Ball und fliege hier durch. Ja. Die können, glaube ich, auch nichts. Ja, ich mach's mir jetzt natürlich extrem einfach, aber. Tja. Hättet ihr das nicht einbauen dürfen mit dem Ballon, Kirby? Ja gut, dann fange ich heute schon mal mit den Videos, Doppelvideos an. Und da sieht man doch sehr extrem nach einem Durchgang aus. Und ist hier was Schönes? Hier ist eine Tomate, die kann ich gut gebrauchen. Und wie komme ich an das Leben da? Kann ich das saugen? Moment. Oh, ich kann das Leben auch saugen. Gut, das hätte ich mal früher wissen wollen. Ja, wo gehe ich lang? Oben und unten, oben und unten. Oben oder unten? Ich gehe erstmal hier unten rein. Ich hoffe, ich komme wieder zurück. Und hier ist der Shutter. Der ist bestimmt, um die Arena frei zu machen. Juhu! Und wieder raus. Und hoch und springen und Strom und springen und Strom und springen und Strom und springen und springen und springen. Und springen doch. So. Böse runter. Gut runter. Gut runter. Ich mach's mir mal einfacher. Okay, das geht nicht. So, jetzt. Ja, ich bin eigentlich unbesiegbar jetzt momentan. Denn ich sterbe hier nicht. Oder ich werde nicht getroffen. Nur das ist das Ziel. Und rein. Und spring. Und A. Und 1. Yeah. Ja, ich habe heimlich geübt. Ich spiele 24/7 nur dieses Level hier, damit ich auch nach oben komme und die Leben einfach kassiere. Gut, ich würde sagen, ich gucke mir mal die Arena an. Denn das ist ja was Innovatives, sag ich mal. Oh, Hammerli. Ich denke, Elektro-Spark ist nicht so sinnvoll gegen den. So, weg damit. So, den nehmen wir auch noch gleich und dann ist er mit 3 Schlägen tot. Uha! Tja, ich weiß nicht, was es sein soll. Ein Affe mit Kopf und Hut und... Hast du nicht gesehen? So, ich mag ja meinen Hammer. Und Level 5. Und wir sind im Wald. Und die Kanone scheint wieder nichts. Und... Ja. Ja, das mache ich zu gerne, ich weiß. Ah, komm her. Bam. Und kaputt. Und der auch noch. Und kaputt. Und ich glaube, der Hammer ist ja auch nie so gedacht dafür. Komm her. Ich will ihn trotzdem behalten. Ich mag den Hammer einfach mit am meisten. Also. Schön will ich nicht. Weg, weg, weg. Okay. Okay, so. Haben wir durch. Da ist nichts. Und. Ach, egal. Ich lasse den Hammer weg. Und ich wette, jetzt kann ich ihn gebrauchen. Das ist wäre wieder mal typisch für meine Situation. Und Warpstar. Einmal durch den Wald. Und. Jo. Fehlt noch die Kette an dem Stern und dann alle Bäume umnieten. Ich denke mal, ich muss hier rein. Jo. Schwerti. Und ich habe beide Mixer. Sieht man es auch, wenn ich jetzt den eigentlich drücken wollte. Aber das ist. Ich habe nur weggespuckt. Ich will euch wieder haben, weil hier kommt ein Boss. Das ist zu offensichtlich. Ja. Der letzte im Bunde, meine Damen und Herren. Oder nur Herren.
Ja, und er nervt mich jetzt schon, denn der Typ ist extrem nervig. Einfach nur durch seine Scheiße, die er hier macht. Und man, wenn er es machen würde, dann, ja. Und vor allem ist es einer der wenigen Bosse, der nur Scheiße hat, wenn man hier runterschluckt. Mizi, 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 Mizi. Na komm her. Und er kann nämlich Fireball. Das ist, was ein typischer normaler Gegner auch kann. Ja. Dafür, dass der Boss so extrem nervig ist. Nicht so nervig wie diese Throw-Viecher oder sowas, aber dafür, dass er ziemlich einen auf den Sack geht. Ja, hätte ich Laser benutzen sollen. Komm her. Ja. Das passiert mir immer und immer wieder. Ich werde es auch nicht mehr lernen. Ah. So, einmal durchspucken. Ja. Den nehme ich jetzt aber mit dem Laser. Das hat mir jetzt nichts mehr gebracht, denn dieses Ziel. Juhu. Gut, es geht doch relativ schön zügig. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Sehr gut. Und Level 6. Und hier ist ein Schalter noch. Na gut, offscreen. Wie immer. Und Telefon. Einen Moment bitte. Okay, weiter geht's. Und ich bin nicht im Spiel. Jetzt bin ich im Spiel. So. Weiter mit Level 6 und den auch nicht wieder starten. So. Oh, wieder ein Spiel. Nervt. So. Ja, Reifen. Und ich habe Laser noch drin. Also. Na komm schon. Komm her. Das sieht wieder so Reifen offensichtlich aus hier. Okay, ich nehme erstmal den. Den da oben mit. So. Ja. Geht auch ohne Reifen, ne? Okay, ich denke, das wäre sogar nicht mehr so offensichtlich so gut gewesen, denn ich wäre jetzt nämlich voll in den Tod gerast. Oh, fertig. So, ja gut, jetzt bin ich auch ohne Rad hier durchgekommen. Hm. Ja, ich denke mal, hier hätte ich Reifen gut gebrauchen können. Lauf! Ja, ich wäre nämlich einfach nur stumpf drüber gefahren. Ja, übrigens, wenn ich dick bin, kann ich hier nicht durchfahren. Das ist schon mal praktisch. Also fliege ich hier einfach dick drüber. Das dauert so ein bisschen länger, aber es macht ja nichts. Alter, was für ein Penner. So. Hm. Na gut. Und ich hätte hier immer noch den Reifen gebrauchen können, wie man sieht. Komm her. Nichts. Gut. Und den spucke ich jetzt einfach raus und gehe in den nächsten. Ja, hier kommt eine... Ich glaube, das ist hier. Genau, hier ist eine Stelle, wo ich nicht genau weiß, wie ich da rankomme. Ich glaube, mit dem Hammer. Und dann wäre ich nämlich auf der anderen Seite rausgekommen. Da drüben also. Ja. Ich glaube, wenn ich das hier aufhaue, komme ich auf der anderen Seite von dem Schalter da raus halt. Nochmal für die Langsamen. Okay. Ich habe aber nichts. Also, ja, Ziel. Okay, Push. 3. Naja, ich weiß nicht, ob die Punkte irgendwas bringen. Das ist bestimmt wie bei Super Mario. Wenn man einen Pilz einsammelt, man kommt dafür 1000 Punkte. Okay, ich denke mal, hier oben geht es noch auf dann. Und ja, wir haben das ganze Video in umgedreht. Nicht das Video in zwei Level, sondern das Level in zwei Videos geschafft. Naja, bevor ich mir jetzt den Boss antue und da noch ein drittes Video daraus mache, sage ich erstmal bis dennchen. Ich mache den Kran und die Eier, das Eierspiel und guck, wo die Schalter sind. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir den Boss umhauen. Also bis demnächst. Tschüssi!